Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Tombstone. Ja, wir sind hier in der Palast des Mieters. Jetzt, das letzte, als letztes, also im vorigen Video haben wir das Kolosseum abgeschlossen. Und ja, wir starten hier schön in einem Planschbecken. Übrigens kann man das hier auch machen. Mit Delfinen, wie man sieht, an der Wand gezeichnet. Und ich würde mal sagen, steigen aus. Waffe sind die Pistolen und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ja, erstmal die Orientierung bekommen. Erstmal die Waffen zücken, das ist einer der Regeln in Tomb Raider. Gerade das Eck. Wo sind die rausgekommen? Die waren da in der Ecke einfach. Okay, da geht's noch rein. Aber ich schmeiß das mal mit dem Kollegen hier. Ich denke mal, das war schon links oder rechts. Ich weiß nicht, ich entscheide mich für rechts. Ich entscheide mich für rechts. Wenn beide dasselbe gewesen. Wenn beide dasselbe gewesen. Hier ist irgendwo noch ein Kugel da. Gut, dann höre ich erstmal das Medipack. Ich weiß jetzt nicht mal, was hier war. Wieso so dieser Gang hier führt. Aber wir werden es auch nur zu einem Hebel. Nicht mehr. Och. Und das ist wo nochmal jetzt? Immer mit Waffen laufen. Bei solchen Gängen. Wird hier aber nichts mehr, oder? Okay, da sind schon ein paar Gruppen lassen. So. Ja. Ach du Heiliger. Leben holen. Okay, das war's mit dem Desaster. Das war's mit dem Desaster. Springen. Rüberklettern. Parkour laufen. Können. Muss nicht sein. Obwohl, eigentlich hier muss es schon sein. Ich würde erstmal sagen, gehe ich mal hier hin. Hier waren aber, glaube ich, Krokodile. Oder? Nee. Ich mache das hier ein bisschen leiser. Ich hab's gerade gar nicht gesehen. So, hier die Türen sind noch zu. Ich weiß aber nicht genau, wie man die noch aufbekommt. Oder ob man die überhaupt aufbekommen hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
leider auswendig, auch wenn ich das Level schon mal gespielt habe. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz daran erinnern. So, was ich gesehen habe, ist da oben ein Medipack. Und da weiß ich noch genau, da kommen wir so dran, ja. So, indem man hier hingeht. Dann von da aus hochspringen und da kommt man sogar noch weiter, sehe ich gerade. Ich weiß es mir gerade nicht. Ich glaube, ich weiß, wo es hinführt. Ich glaube, da muss man jetzt noch nicht hin. Aber nur auf Nummer sicher zu gehen, checke ich das nochmal nach. Also ich überprüfe es nochmal, ob es das ist, was ich jetzt denke. Weil wenn ja, dann brauche ich doch noch nicht hinzugehen. Da kann ich ja jetzt noch nichts machen. Ja, okay. Das ist das, was ich dachte. Da brauchen wir jetzt nämlich noch nicht hinzugehen. Ach, lol. Lol. Hinter die Base gelandet. Springen, springen. Sprengen. Hallo, springen. So, jetzt mal die Frage, wo war ich jetzt noch nicht? Ach, da vorne war ich noch nicht. Okay. Okay. Hallo, springen. Hallo? Was war denn das jetzt? Das sind bestimmt noch welche Krokodile. Okay, nein, das war's erstmal. Ich muss sagen, hol ich mein Medikament. Ja, ich habe nur noch zwei kleine. Wie große habe ich denn noch? Noch 7 Stück, okay. Immer mit Waffenhaufen in der Hand. Hochgeschaue ich gleich vorbei. Aber erstmal gehe ich mal hier runter. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Was ist da noch gleich Müll bekommt? Auch nichts. Oh, Spinnen! Warum? Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's noch gesagt. Nein! Ich bin auf Gucken gekommen. Auf Umschauen gekommen. Ich hab's noch gewusst, dass da Level kommt. Ich hab mich daran nämlich noch erinnert. Hier ist nichts. Da war nichts. Und hier sind Fledermäuse. Hier ist nichts. Rest ist nichts. Ich glaube irgendwie ein Feuer oder so. Okay, hier ist mal auch nichts. Da hoch kommen wir nicht, das habe ich ja versucht, das ist drin. Das nutzt nichts. Da hoch kommen wir später, beziehungsweise sogar vielleicht gleich. Muss man noch sehen. Ich muss mich noch umsehen. Okay, Waffe kann ich erstmal wegmachen. Springen, 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 Sprung, springen. Ja, komm, ich weiß, das ist schon langweilig, wenn ich das noch wiederhole. Waffe raus. YOLO. Ist doch jemand, ist ein Motherfucker. Ach doch, okay, ja doch, oh ja, ich kann schon. Und so einige wieder. Da kann was anderes. Da hin. Ein Moment, ah, die Stelle erinnere ich mich noch.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe jetzt gerade nicht, was vor mir ist. Glaube, das sind sie hinter mir. So, hier müssen wir erstmal einen kleinen Parcours nach oben springen, weil so kommen wir jetzt erstmal nicht hoch. Dann wird man nochmal hier runterkommen müssen. Aber das ist erstmal eins nach dem anderen. Erstmal ist eins nach dem anderen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich glaube, jetzt diesmal mache ich noch wieder so einen 20, also 25, 30 Minuten Part. Habe ich mir überlegt, gerade so nebenbei. Also ist mir gerade so nebenbei mäßig eingefallen. Nein, wieso? Hä? Ich habe doch Springen gedrückt. Ah. Dann eben. Und nochmal. Hier hoch. Nochmal umdrehen. Nochmal loslaufen und diesmal springen. Sag mal, ist hier rechts irgendwas? Oder links hier? Okay, das ist ein Minipack. Das heißt, ich muss hier hoch, dann da hoch. Also dann da rechts. Ah, ich bin ein bisschen vorsichtig. Zack und. Fest sollten, oh, das kommt mehr als Medipack, das sind noch die Magnum-Munition. Sehe ich gerade so etwas. Sonst weiter rechts ist momentan nichts, oder? Nein, Gott, auf dem Podest, Podest ist auch nichts. Nichts, das ich sehen kann. Dann immer Seitwärtssprung. Dann Salto. So eine 180 Grad Salto, oder wie man das auch immer nennt. Dann, wohin kann ich. Ah, ich denke, der Sprung da ist ein bisschen zu weit. Also, ja. Ich mal lieber vorsichtig, ich springe hier hin. So, von hier aus. Von hier aus. Okay, das war ein guter Sprung. Nein! Ach du heilige Scheiße. Mach doch nicht sowas, Lara. Ich hoffe, dass du nachkommen kannst. Komm, zurück. Und spring. Und festhalten oder auch nicht festhalten. Wir sind gleich landen. Und links. Sprung. Festhalten. Oh mein Gott. Immer diese Sprünge da, wo man meistern muss. Meistersprünge sind das hier. Und zurück. Richtig gut Anlauf, muss man machen. Und zwar sieht man nämlich hier, das Tor unten ist von außen zu. Das kann man auch von innen, also von innen zu, das kann man nämlich da von innen aus mit dem Hebel aufmachen. Wenn wir gleich hier oben sind. Also nicht mit den Hebel, so wie jetzt da oben sind. Die brauchen wir später, beziehungsweise gleich sogar für die Türen unten einzeln zu öffnen. Zu öffnen und zu schließen. Und dann mache ich einfach das. Und schon geht die Tür auf. So, das Rätsel des Lösungs ist hier. Ihr habt ja vorher die Hebel oben gesehen, da. Die Hebel. Wie man sieht hier. Und zwar müssen wir hier drauf achten. Also auf das Muster da oben. Das Muster hier. Und zwar in diesem Fall, um diese Tür zu öffnen, muss hier einmal ein Hebel runter, dann hoch, dann hoch, dann hoch und runter. Also rund, also die beiden äußeren Hebel. Der erste wäre dann hier, die sag ich schon. Der äußere Hebel, die müssen beide runter. Dass sich diese Tür öffnet. Müssen beide runter, also beide äußeren. Ich finde das Rätsel hier eigentlich voll einfach noch, oder? Nein! Oh, ich dachte, ich wäre fest an der Decke, aber nee. Egal, also die beiden äußeren müssen nach unten. Umdrehen.
Das. Zwar hier ist der Rest der äußere. Habt ihr doch dann können wir das nicht so da? Ne. War rechts auf dem weißen. Schon das Rätsel wäre auch schon eigentlich einfach zu lösen. Ja, man muss es nur die Umgebung betrachten. Zwar kann, oh, da kann man von hier schon sehen. Ja, aber diese Tür hat sich geöffnet. Und zwar mit offenen oder gezückten Waffen rein geht's durch die Tür. Ja, man sieht schon warum. Aber das Gute ist, das war nur der eine. Was hoch ab. Hoppe hier ab. Nein! Leute, ich bin noch stehen geblieben, bin trotzdem runtergefallen. Das ist 17,11. Und zwar einmal können wir jetzt hier rein. Dort wiederum müssen wir jetzt aber noch nicht. Dafür bräuchten wir drei Silbern oder drei von diesen Barren, wie man sieht. Und müssen die, also Goldbarren, und müssen die. Ach, ah nee, ach, das sind Bronze, Silber, also weiße Barren. Und die müssen jetzt in Midas Hand in Gold verwandeln gehen. Das, da waren wir vorher auch schon, wo ich gesagt habe, das ist ein Ort, wo wir jetzt noch nicht hin müssen. Wir müssen Midas 3 Goldbarren schicken. 3 Bronze Barren? Okay, hier, warte, hier haben wir keinen Blöde, oder? Hallo? Jetzt lauf doch mal endlich, oh mein Gott. Endlich Shotgun-Medizin, komm, ab. Shotgun-Shells. Hier war nichts, das heißt. Ach, ich kann nicht einfach dort drüber springen. Okay, dann geht's nochmal hier hin. Lo, ach du Heilige, okay, das ist ein bisschen tiefer. Als ich dachte. Dann geht's auf zur nächsten Tür. Also ich mache das besser Reihe um, weil sonst weiß ich nachher nicht mehr, wo ich drin war, wo nicht. Jetzt lach doch mal an im Stück, doch kann das da nicht im stetigen Stoff und dann wieder nachrufen. Okay, da müssen also oben hoch, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Das müsst ihr euch merken, Leute. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Und ja, ich weiß, ich kann nicht singen. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Aber immer irgendwie, immer wenn ich etwas singe oder so, dann merke ich mir das auch schon besser. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Die Beine erst ein bisschen hoch. Hoch, hoch. Hier runter. Also auch schon runter. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier. Müsste die Tür dann offen sein jetzt. Wenn ich richtig gelesen habe. Wenn ich die Zeichen richtig gelesen habe oben jetzt. Ja, die Tür ist zu und die ist auf Nachteulige. Ach, okay, ja, da nehme ich mich. Und das Zimmer soll auch nicht reinlaufen. Ich darf reinlaufen. So, Moment, ich schaue mich mal kurz um. Ja, hier ist nichts. Denn wir müssen hier ich dachte gerade, okay, hier kommt kein Kugel, oder? Weil schon ein bisschen verdächtig ausgesehen hat. Ach, ich muss noch ein, nein! Noch einmal nach rausschieben. Draußen ziehen. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses Level auch schon in diesem Video schaffen. Ich habe da eher so, ehrlich gesagt, so meine Bezweifel, weil da gibt es eine Stelle, wo ich erstmal gar nicht kapiert habe. Also, wie man da einen gewissen Sprung oder so meistern kann.
Dieser Hebel, also falls ihr euch fragt, was ihr jetzt getan habt, ich weiß es nämlich. Übrigens, nebenbei, ich habe Roblox auf meinem Tablet und wenn ihr da davon auch welche Videos seht oder auf welchen Server ich mal spielen sollte, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Könnte ich eigentlich auch machen, nämlich so Roblox Adventures, Tycoons oder so. Mal zu spielen und dabei aufzunehmen. Nein! Oh mein Gott! Alter, das war knapp. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Alter, mach das nicht mehr. Okay, ich speichere. Ich habe es mir. Ich habe es mir, weil ich speichere mal. Nach langer Zeit. 16, ja, ich kann noch so 10, 20 Minuten aufnehmen. So, dann wird der Upload zwar höchstens vielleicht ein bisschen länger dauern, aber was soll's vielleicht auch. Dann habt ihr ein bisschen mehr gesehen. Bisschen mehr von mir gesehen. Das ist zu schief. Das ist zu gerade. Ist zu gerade nach oben geschossen. Manchmal. Es gibt manche Sprungpassagen, wo man mit der Decke aufpassen muss. Das kann man dagegen haben. Und nein, oh, das stört schon alles. Ja, man hat es gesehen, es hat fast alles zerstört. Und wenn man gegen die Decke knallt, dann wird man automatisch nach unten gedrückt. Und dann kann man den Sprung scheitern, je nachdem, was da unten. Oh, fuck, ich dachte, ich hätte den Sprung schon so schaffen können. Hätte ich nicht noch in der letzten Sekunde schnell überlegt. Oh, jetzt sehe ich noch die Handlungstaste. Dann wäre ich jetzt gerade runtergefallen. Das war nämlich arisch knapp. Okay, jetzt drücke ich mal die Handlungstaste, wenn ich springe. Lektion Nummer 1. Immer jetzt die Handlungstaste. Nein, das hat schon gerade wieder alles zerstört. Mein Gott, Lara, mach doch richtig. Arbeite doch richtig. Mach deinen Job richtig. Hier müsste, glaube ich. Nein! Oh, fick dich doch, warum? Nee. Ach, Mann, oh. So, nein! Oh, fick dich doch. Und das Ganze, nee, nicht das Kolosseum. Das Ganze nach vorne. Weil es Lara halt eben kann. Weil Lara es halt eben kann. Ganze Sprungpassagen 1A meistern. Ohne irgendwelche Fehler zu bauen. Alles klar. Alles klar. Was zum. Kann mir das jetzt jemand erklären, wie ich das hier überlebt habe? Alter, hab ich pures Glück gehabt. Ja, jetzt müssen wir noch gezogen bekommen. Weil ich gefunden habe, aber denke ich direkt so: What the fuck? Heiliger Scheiße, ich hätte eigentlich sterben müssen. Dann denke ich so: Alles klar. Megamäßig Glück gehabt, würde ich mal sagen. So, das mache, Ganze mache ich jetzt ein bisschen schneller. Hallo? Gibt's noch was? Ich weiß nicht, ob man diese Sprungpassagen hier abkürzen kann, möchte ich jetzt auch eigentlich auch nicht rausfinden. Weil für mich wird das wahrscheinlich eigentlich nur 1000 Mal tot heißen und ich müsste das jetzt auch nicht übertreiben. Nein. Ach du Heiliger, das war knapp. Jiro, yo, 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 yo. Ich würde schon sagen, Jiro mal, aber das war knapp. Festhalten oder halt Aktionstaste drücken. Also früher auf der PS1 hieß das mal Aktionstaste. Ich habe so wohl immer gesehen, das X war halt eben. Aktionstaste war ja die X-Taste einfach. Für mich bleibt X. Ist es X und wird es auch immer X bleiben. Nicht irgendwelche Umbenennungen stattfinden. Bringen. Ja, ich dachte mal, was da steht drauf. Nur so, das ist ein großes Medipack. Ja, ich bin ein 1A-Kämpfer hier in Tomb Raider. 1A-Kämpfer schlägt wieder zurück.
hier haben wir den ersten Bleibar. Ach, das ist ein Bleibar, nicht Bronze oder Silber. Und alle drei Bleibaren, wenn man sie am Ende effekt hat, müssen wir zu Midas Hand gehen und diese in Gott verwandeln. Weil laut historischer Geschichte sollte Midas ein Gott sein, der alles mit seiner bloßen Hand in Gold verwandeln konnte. Und ja, oh, ich möchte schon 25 Minuten noch, ein paar Minuten hänge ich dran. Und dann mache ich auch in der Gelände Aufnahme. Nächste Tier ist. Also das hier ist. Ich denke zumindest mal oben, oben, unten, unten, oben. Oder es ist unten, oben, unten, unten, oben. Erstmal mache ich die beiden da nach unten. Also die vier, die man sehen kann. Wenn man dann nur den einen nicht sehen kann, dann muss ich nachher dann noch nachchecken. Das heißt, ich muss ein, zweimal hoch und runter laufen wieder. Wenn man den einen nicht sehen kann. Dass ich nicht klar sehen kann. Okay, man kann es von hier aus auch sehen. Also von rechts nach links ist es oben, unten, unten, oben. Also man kann es von hier aus oben checken. Von hier oben aus checken. Also oben. Dann die beiden unten. Achso, ah, ich bin schon dran. Unten, unten, oben und jetzt check ich nach, ob das reicht. Verdammt. Ach, und das reicht also. Das Rätsel ist Lösung zu dieser Tier ist oben, oben, unten, unten, oben. Also oben, oben, unten, da auch unten und da oben. Das ist das Rätsel des Lösung 4. Für diese Tür hier. Okay, ja, ich eigentlich. Das sind so ein paar Sprungpassagen wieder zu erledigen. Das erste gibt. Mal gehen wir rechts runter. Hallo. Und so machen wir. So ein bisschen wie diesen Block einmal rausziehen und das müssen wir dann auch machen. Hallo? Noch heute was? Einmal rausziehen müsste schon reichen und dann sieht man, es ist alles zusammengebracht. Und mit dem, was zusammengebracht ist, müssen wir zusammenarbeiten. Da ist folgendes Sprungpassagen, die es gibt. Da sieht man auch manchmal die Steuerung. 1A wieder mal am Start. So, oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. So. Okay, dahin muss ich, also auf das Weiße. Hier muss nur, ich speichere doch mal hier einmal ab. Ich speichere hier noch einmal ab und dann immer sehen, ich versuch's. Erstmal so. Okay, ja, das reicht. Das reicht schon vollkommen aus, dann eh mal hier hin, also auf dem mittleren Podest da. Mit Anlauf. Festhalten. Von hier aus geht's dann wiederum, da klappe ich auf das Kleine, was nicht so schräg ist, also was ein bisschen so rausguckt. Ja, das war's. Also dieser Podest, diese Stelle war es. Und von hier aus einfach zapp. Ich ein bisschen nach rechts, einfach so.
spring gleich so rein. Ach, da habe ich schon ganz sagen, da kommt jetzt etwas oder so. Dabei war es nur ein Stück von der Wand her. Hier ist nichts. Das heißt, es geht nur noch hier weiter. Ach, okay, hier sind wir schon in diesem Bereich. Das fand ich awesome damals. Okay, da kommt wieder mit. Okay, da unten ist noch ein Gorilla. Ja, na, oben der auch. Sehr gute Kollege ist schon mal erledigt. Und so, soweit ich weiß, glaube ich, wenn man hier rechts sich runterfallen lässt, müsste man ein Secret bekommen. Also ich speichere erstmal ab und dann kann ich auch gleich die Aufnahme eigentlich beenden. Weil wir sind schon so bei 30, 31 Minuten. Okay, nee, doch nicht. Aber hier war doch irgend so, glaube ich, Secret oder so. Kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, was ich glaube, der Fall ist. Okay, da kam ich schon, das muss sofort sagen. Na gut, so, ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde jetzt offline wieder da hoch den ganzen Weg klettern und dann warte mal, muss irgendwo ein Secret sein. Ich bin ja ganz zufällig, als ich das erste Mal das gespielt habe, irgendwo ein Secret gelandet. Ach nee, das war da. Warte, ich lade nochmal noch, ich lade noch. So, noch mal. Warte, das sind ja schon noch im Video. Es war. Ja, dahin ist es, dahin ist es, da sieht man es unten. So, springe ich dafür erstmal. Lol. War das? Springe ich dafür erstmal auf die andere Seite und springe dann von da raus. Wo war das? Hier. Secret. Also gut, dann würde ich das mal hier bei sein lassen. Und wir sehen uns im Video wieder, wenn ich da oben angekommen bin. Also zurück. Bis dann. Warte, Moment, ich speichere erstmal noch einmal. Immer abspeichern. Und dann war's mit dem Video.